Da wird auf jeden Fall eine kleine Schlägerei werden. Gar nicht, gegen Hacke aus der Kontrolle. Ich habe gehört, du darfst legal kiffen in Deutschland. Gefühle kannst du nicht klauen. Vertrauen von niemandem klauen. Jetzt nach 10 Jahren ist Fuchs wieder back auf der Karte. Was ist es, was dich motiviert hat, ein eigenes Label zu gründen? Way, way, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sind wieder hier im Freunde von Freunde Space auf Stoke bei Baked in der Küche. Und wir haben einen Special Guest mal wieder in the house. Es ist AK außer Kontrolle, Wedding 65 represent. Und wie üblich, Christoph Brandt, der Superstar, macht da gerade. Was machst du genau heute? Worum geht's? Ja, das Thema war ja Bolognese. Wir machen sie einmal vegan, einmal mit Rindfleisch. Okay. Viel Gemüse, Alibi-Gemüse, ordentlich Tomaten, ein bisschen Chili, Spaghetti, Parmesan, wie gewünscht. Super. Spaghetti Bolognese, ja. Das ist dein Lieblingsessen? Das ist mein Lieblingsessen, seit ich ein kleiner Junge bin. Kannst dir alles aussuchen auf der Welt, was gekocht wird, und das wird sich Spaghetti Bolognese gewünscht. Filetsteak, ja. Bist du Languste, aber Bolognese ist geil. Kanacke halt. Brot fehlt. Ich esse gerne Nudeln mit Brot. Können wir noch ein Brot dazu besorgen? Kriegen wir hin. Wir arbeiten dran. Brot mit Brot. Brot mit Brot. Dann setzen wir uns mal hin. Du machst Brot mit Brot und Soße und Fleisch fertig. Yes. Wir sehen uns später. Bis gleich. Das ist Berlin. Das ist wie Benzin. 24-7 auf Adrenalin. Das ist Berlin. 08 für Kremzin. Kapseln verdienen, das heißt Batzen verdienen. Berlin. Spaghetti Bolognese. Ja. Was gab's sonst noch so bei dir zu Hause früher? Oh, da gab's verschiedenes so. Aber du weißt doch, man hat am liebsten immer die schlichten Sachen gehabt so. Ja, als Kind hat man so Bolognese, Pommes mit einem Burger oder so. Das hat war einfach mein Lieblingsessen gewesen halt. Ja. Fastfood sozusagen, ne? Ja, wenn dann Gemüse kam und was weiß ich was, war nicht so mein Ding. Nicht so dein Ding. Nein, nein. Achso, kochst du mittlerweile selber manchmal? Wenn ich Zeit hab, ja, aber ich hab kaum Zeit dafür. Was kochst du dann? Nudeln. Okay, was hast du heute gefrühstückt? Gefrühstückt ganz normal Brötchen mit Frischkäse, Salami gab's, Rührei gab's dazu. Wie weit hebt sich das ab von dem Frühstück, was früher im Knast gab? Ja, im Knast gab's ja nicht so ein richtiges Frühstück, ne? Was isst man im Knast zum Frühstück oder was gibt's da? Ja, du kriegst da Toastscheiben. Je nachdem, du kannst dir aussuchen. Du kannst auch Schwarzbrot nehmen, ne? Okay. Aber die Toastscheiben, die schmecken schon ein bisschen besser als. Das Schwarzbrot ist extrem hart dort. Keine Ahnung, warum das so ist. Auf jeden Fall Marmelade, Käse, Wurst kriegst du dann. Sieht aber nicht appetitlich aus, Bruder. Du kriegst dann halt einfach so einen Haufen Brot so auf den Teller und dann Wurst und hier diese Marmelade in diesen Plastikdingern abgepackte und Butter, kleine, du kennst doch diese kleinen Krankenhausbutter, genau. Naja, auf jeden Fall. Und wenn du dir jetzt Frühstück so machst, machst du dann aber alles ansehnlich und deckst einen schönen Tisch und so, oder ist eher schnell, genießt du Essen oder bist du eher... Kommt immer darauf an, was ich zu tun habe, so, weißt du, wenn ich weiß, ich bin zu Hause und ich bleib zu Hause, so, dann auf ganz ruhig frühstücken geht klar so, aber meistens hast du ja kaum Zeit, so, du stehst auf, ich verpenne meistens immer so, habe ich sowieso Hektik so. Bleibt nicht viel Zeit für jetzt so ein riesen Frühstück, so, weißt du? Okay. Ich lasse mir dann auf die Schnelle irgendwas machen und runter damit und los geht's. Es gab ja auch eine Zeit, in der du noch nicht alles essen konntest, was du wolltest, oder auch nicht das Geld dazu hast, und da hast du sehr viel geklaut. Würdest du sagen, du bist eher Kleptomane oder hast du es mit Bedacht fürs Geld gemacht? Na, ich habe das fürs Geld gemacht. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, ich hatte irgendeine Stimme irgendwie gezwungen, da reinzugehen, einfach aus Jux irgendwas zu klauen. Nein, ich habe schon an das Geld gedacht. So. Ich wusste, okay, du willst dein Geld, so, du brauchst Ware, um die zu verkaufen, um an Kohle zu kommen. Oder du klaust Geld generell so. Also eher Kopfgefühl als Bauchgefühl? Genau. Eher Taschengefühl, so, weißt du? Wenn die Tasche leer war, so, okay. Musst du, okay, die Tasche muss voll gemacht werden. So. Was ist eine Sache, die man nicht klauen kann? Eine Sache, die man nicht klauen kann? Ja. Also alles, was du nicht anfassen kannst, so, wa? Alles, was Gefühle kannst du nicht klauen von jemandem oder Vertrauen von jemandem klauen. Alles, was du anfassen kannst, kannst du klauen, alles andere nicht. So denke ich, ist das, oder? Aber diese Zeit ist ja auch größtenteils hinter dir zum Glück, und du bist auf dem legalen Weg mit Musik. Ja, Mann. Und mittlerweile auch mit eigenem Label.
Was ist es, was dich motiviert hat, ein eigenes Label zu gründen? Naja, ich habe 3 Alben rausgebracht bis jetzt so. Mhm. Die ersten 2 Alben habe ich halt über andere Labels rausgebracht. Bleibt am Ende nicht so viel übrig, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, klar. Und das ist schon auf jeden Fall vom Vorteil, wenn du dir ein eigenes Label aufmachst. So. Hast mehr Entscheidungskraft einfach und siehst mehr, worum alles geht. Und so. Ja, du kannst dir zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel Leute gesigned. Mhm. 2 neue Rapper, die sind beide sehr jung. Mhm. Farun und Mur. Okay. Also Mor. Ja, Mur heißt auf Arabisch bitter. Mhm. Aber er hat einfach gepasst zu ihm. So. Wie kommt es dazu, dass du die gesigned hast? Woher kennst du die? Ich habe die kennengelernt, also den einen habe ich, Farun habe ich kennengelernt über meinen Cousin. Der wohnt in Westdeutschland und die kommen aus derselben Ecke. Mhm. Und der hat mir was gezeigt von ihm und hat mir sehr gut gefallen. Und dann haben wir uns getroffen. Der kam ins Studio, haben ein bisschen gequatscht, hat er mir noch ein paar Songs gezeigt. Habe ich auf jeden Fall viel Potenzial bei ihm gesehen. Er ist Palästinenser und hatte nicht viele Möglichkeiten in seinem Leben. So hat auch Schule und so verkackt gehabt. Und kommt aus schwierigen Verhältnissen auf jeden Fall und ich biete ihm halt die Chance. Ich dachte, okay, der hat wirklich Talent, was das angeht und der meint es ernst und will es durchziehen. Und du hast ja gesehen, Rap hat sich in den letzten Jahren gut etabliert, so was die ganze Musikszene so in Deutschland Klar, angeht. Ist riesig geworden. Und die größte Jugendkultur, die es gibt aktuell. Und deswegen ist da auf jeden Fall viel rauszuholen. Und ja, wenn man, auf dem Weg sind wir so, weißt du, was ich meine? Und auf jeden Fall kommt da auf jeden Fall noch was von denen. Viele Sachen. Wir haben jetzt das erste Video von denen ausgestrahlt über unseren Channel. Mhm. Und jetzt werden Solo-Songs von denen kommen. Ist schon alles am Machen und bin ich auch sehr gespannt drauf, wie die Leute darauf reagieren werden. Die Leute erwarten halt zwar arg außer Kontrolle, wenn ein Video kommt auf meinem Channel, erwarten die halt irgendwas. Aber wenn es ein Künstler ist, für den du stehst, wo du sagst, so für den stehe ich, dessen Video bringe ich bei mir raus, dessen Musik veröffentliche ich, den unterstütze ich, dann ist es ja auch etwas, was deine Fans am Ende sehen wollen, weil es ja auch mit dir zu tun hat. Klar, die erwarten jetzt im ersten Moment einen AK außer Kontrolle Song, aber wenn es etwas ist, was von dir geco-signed ist, ja, deswegen, dann ist es ja auch... Deswegen finde ich das gut, so, weißt du, das ja. Ein bisschen Variation reinzubringen in das Ganze. Wenn wir alle so wie ich klingen, dann bringt das ja auch nicht viel. So. Deswegen dachte ich mir auch, passt das gut. Die geben beide verschiedene Richtungen. So. Ich suche keinen neuen AK oder so, weißt du, was ich meine? Oder ich bin immer noch am Start und ich werde noch viele Alben machen. Und deswegen war das für mich wichtig, junge Talente zu sein, die halt ein bisschen offener sind, was die Musikrichtung angeht. So, ne? Mhm. Ja, gerade wenn die noch nicht viel draußen haben, können die ja auch sich noch finden, während sie ihre Musik machen und einen komplett eigenen Sound etablieren. Ist ja auch, du machst jetzt ja auch jahrelang Musik und merkst ja auch, wie sich ein ganz klarer AK außer Kontrolle Sound entwickelt hat. Der, das dauert halt ein bisschen, geht sowieso nicht alles von heute auf morgen. Genau. Manche haben Glück, Digga, bei denen geht das von heute auf morgen. So, sich an, als wäre es dann einfach der richtige Zeitpunkt gewesen, jetzt ein Label zu gründen. Genau. Jetzt das, was du dir aufgebaut hast bei den anderen Labels und mit den ersten Alben jetzt zu nutzen. Du warst vorher bei AKF und bei EGJ. Genau. Gibt es Dinge, die du gelernt hast bei den Labels, die du auf jeden Fall mitnimmst? Oder irgendwelche Fehler, die du gemacht hast, die du bei deinem eigenen Label auf jeden Fall nicht machen möchtest? Ja, was heißt Fehler? So, das sind alles eigentlich gute Leute. So, ne? AKF hat Patrick Tiede gemacht. Patrick Tiede macht heute immer noch mein Management. Mhm. So. Und er ist halt Profi. Also, okay, auch jemand, mit dem du von Anfang an zusammen gelernt hast. Genau. Und er ist einfach, was diese Richtung angeht, für mich der Beste. So. Ich komme mit ihm super klar und ich übergebe ihm auch voll viel Arbeit. So. Der macht fast alles. So, ne? Und ich lerne halt viel von ihm. Er bringt mir natürlich viel bei und zeigt mir auch, dies, das muss gemacht werden. Und mittlerweile so kennt man sich dann aus. So, weißt du? Und guckst dann, was ist am besten für dich und was nicht am besten für dich. Ich habe gehört, du darfst legal kiffen in Deutschland. Wie kommt es dazu? Ja, ich war beim Arzt und habe so einen Ausweis bekommen, halt, dass ich 5 Gramm am Tag legal kiffen darf. Okay. Ja, und den habe ich. Ne? Und den habe ich manchmal mitgenommen, wenn ich irgendwo hingegangen bin, wo ich mir dachte, okay, kann sein, dass da irgendwo Bullen oder so auftauchen. Anfangs habe ich mir damit sogar Gras von der Apotheke geholt hier in Berlin. Ne? Wie läuft das ab? Du kriegst dann so ein Rezept vom Arzt. Ganz normal, wie wenn du so Tabletten verschrieben bekommst. Genau, so. Aber das ist dann halt so ein anderes Rezept, der ist gelb. Mhm. Ja? Und dann steht da drauf 5 Gramm Marihuana. Er zeigt dir halt, welche Sorten die gerade da anbieten und dann suchst du dir aus, welche Sorte. Das verschiedene Sorten in der Apotheke. Genau. Geil.
Und dann bin ich da hingefahren, weil ich konnte es auch erstmal nicht glauben. Ich dachte, das kann doch nicht sein, Alter. Ich gehe doch jetzt nicht in irgendeine Apotheke hier in Berlin und hole mir jetzt Gras ab. Und dann sucht man auch noch Sorten aus und so. 23,5% THC-Gehalt. Okay. Schon ziemlich stark so. Und habe ich mir dann geholt, 5 Gramm. In so ein, ich habe den Schein abgegeben bei ihr, ihr den Ausweis vorgelegt so. Die hat sich das angeguckt, die meinte, okay, Moment, ich komme gleich wieder. Dann ist sie nach hinten gegangen. Und ich dachte, die prüft das jetzt alles und so. Und die kauft es mir nicht ab. Oder vielleicht hat mich der Arzt auch so, keine Ahnung, auf den Kopf genommen oder so. Ne? Weil das war Privatarzt. Mhm. Nein, hat alles geklappt. Die kam dann wieder mit so einer Dose. Da stand mein Name und so drauf. Und da war Glas, wird nach dir benannt, mäßig. Genau, so eine Glasdose. Und sie meinte zu mir, ich muss das auch in dieser Dose lassen. Also wenn ich das mit mir führe, muss ich das in dieser Dose mit mir führen. Da kann mir auch nichts passieren. So. Ja, dann habe ich halt, du weißt doch, die 5 Gramm geraucht. Aber du gehst jetzt nicht jedes Mal zum Arzt und holst dir ein Rezept und gehst wieder zur Apotheke und holst dir da dein Gras. Also holst du dir einfach bei deinem Dealer so. Weißt du, was ich meine? Und ich habe das Gras dann einfach mal da reingemacht und mit mir geführt. So. Aber lass uns mal nach oben aufs Dach gehen. Ein Palmblatt rauchen. Machen wir. Und Christoph, wie weit bist du? Macht's. Nudeln kochen, los geht's. Okay, dann gehen wir mal kurz hoch. Gleich gibt's Bolognese. Erstmal gibt's Joints. Fühlst du dich heute mehr integriert in Deutschland als früher? Ich bin in Deutschland geboren, ne? Ja, aber trotzdem, das ist ja... Ja, ich kenne ja nichts anderes. Ne? Ich bin hier groß geworden, für mich ist Deutschland von Anfang an so meine Heimat gewesen. So. Ja. Ja. Und immer noch. Und ich fühle mich hier halt zu Hause. Und woanders fühle ich mich halt fremd. Mhm. Weil du hast das ja hier alles angenommen mit den Jahren. Du bist hier aufgewachsen, hast alle Sitten kennengelernt, auch von den Deutschen so. Und du hast dich auch mit dem Leben hier angefreundet und du lebst gerne hier, weißt du, du hast hier viel aufgebaut und du merkst es dann, wenn du in einem anderen Land bist, 2-3 Wochen Urlaub machst, merkst du einfach, du vermisst dein Zuhause, Alter, und dein Zuhause ist Berlin. Halt, ne? Hat sich deine Sicht darauf aber verändert, mit dem legalen Geld oder mit dem Erfolg? Klar, das hat mein ganzes Leben verändert, so, und du bist halt jetzt legal unterwegs, du bist anders angesehen von den Menschen und du bist jetzt eine Person, die es zu was gebracht hat. So, davor warst du einfach nur der kriminelle Kurde von der Nachbarschaft. Ja, so, man wurdest du gerne als Beispiel für so fehlgeschlagene Integration genutzt. Von ja, hier sind es immer wieder die Kriminellen, immer wieder die Kriminellen. Genau. Und jetzt dann ist da, also der Schritt da raus ist natürlich ein riesengroßer Schritt, den nicht jeder schafft oder den nicht viele schaffen. Aber den du eben gegangen bist. Und jetzt ist dein eigenes Label da und wir haben noch einen von deinen Künstlern hier, habe ich gehört. Ja, genau, Fuchs. Ich habe ja vor Fuchs vor 3 Tagen eine Single veröffentlicht, Lucky Luke. Die läuft gerade überall hoch und runter und Fuchs war ja in letzter Zeit viel im Hintergrund, aber der soll am besten mal selber dazukommen und von sich ein bisschen erzählen. Ich bin schon wieder beschäftigt mit Selfies. Bro, hast du Bock? Kommst du? Jolla. Killer. Palmblätterblond. Palmblätterblond. Joint rauchen oder chillen? Interview. Geht. Beides das gleiche für mich. Wir rauchen gerade erstmal diesen Palmjoint. Aber er hat mich ein paar Fragen an dich. Ja, das erste Mal, wo ich AK habe auftreten sehen oder den Namen AK im Internet gesehen habe, wart ihr beide. Das war mittlerweile, weiß ich nicht, 10 Jahre her oder so. Richtig. Und jetzt nach 10 Jahren ist Fuchs wieder back auf der Karte. Ich meine, du warst ja zwischendurch mal hier und da, aber jetzt wieder richtig? Ja, mal sehen, eigentlich schon. Ich habe eigentlich Bock, mal gucken. Ich gebe jetzt Gas. Ich habe es davor nicht so wirklich ernst genommen, weißt du. Ja. Und mal gucken, wie es sich entwickelt. Wenn die Leute Bock drauf haben, auf Gangster-Rap, wenn die auf den harten Scheiß stehen, dann sind die richtig, weißt du schon, dann sind die richtig für uns. Dann geben wir denen genau das, was sie brauchen. Wie ist es da jetzt mit dem Sampler? Wie arbeitet ihr da dran? Bro, wir haben einfach irgendwie ganz easy gearbeitet, wir haben ohne Druck gearbeitet. Einfach Studio-Sessions einfach Studio-Sessions, Spaß gehabt. Es war mehr Spaß als Arbeit, weißt du, was ich meine? Wir haben gefreestylt ein bisschen und so. Ja. Wie früher?
Ja, das, wir mussten halt schnell was. Auf die Schnelle, so. Weißt du, wir hatten nur 2 Wochen Zeit so circa. Okay, aber das ist doch das Geilste auf Bootcamp, alle in einem Raum, macht die ganze Zeit Mucke. Aber wir haben trotzdem auf gechillt gemacht, wir haben uns keinen Druck gemacht, wir wissen, wir haben 2 Wochen, easy. Sind 12 Songs, 11, 12 Songs. Ja, genau. Easy, jeden Tag ein Song ist doch wohl kein Problem für 4 Leute. Überhaupt kein Problem. Genau. Geil. Ich hab auf jeden Fall abgeliefert. Dankeschön. Das Sampler wird krass, ihr habt ja bei Lucky Luke schon gesehen, wie er abgeliefert hat. Ja. Deswegen auf jeden Fall den Sampler vorbestellen. Aber hier, Dings, Januar, oder? Januar, Februar kommt noch sein Dings auf jeden Fall. Irgendwann, ne? Ja, Album kommt später. Dann gehen wir richtig Gas, Freunde. Album gibt AK richtig Gas. Album kommt genau. Im Januar, ich Februar. Gefasst, aber die ersten Singles vom Album kommen. Sorry, dann habe ich schon zu viel. Hab ich schon zu viel gemacht, alles cool. Promo. Alles cool. Der XY-Sampler kommt am 13.09. Wird allerdings nur digital erscheinen. Mhm. Ja. Wir haben trotzdem 2000 CDs gepresst. Und in Verbindung mit einem T-Shirt als Bundle kann man den halt in unserem Shop erwerben. So. Und das ist die Art und Weise, eigenen Shop machen, die Fanbase bündeln, die Leute ranholen und denen erklären, wie Independent Hustle funktioniert. Man. So sieht's aus. Und deswegen auf jeden Fall Gas geben. Den Shop-Link findet ihr in unserer Bio, Instagram. Einfach mal checken. Und vorbestellen. West Berlin, Moabit, Wedding 65. Yo, kurze Ansage zwischendurch. Kurze Shoutouts. Killer. Was hat dich abgehalten, davon Mucke zu machen die letzten Jahre? Bruder, viel passiert. Auch viel privates Shit. Ich will eigentlich gar nicht darüber quatschen. So, weißt du? Egal, scheiß drauf, was passiert ist. Neustart, ich will wieder zurück. Ich gebe jetzt Gas. Okay. Wenn die Leute Bock haben auf Gangster-Rap, auf Straßen-Rap, auf Verbrecher-Rap. Ist nach dem Sampler was Eigenes von dir schon geplant? Weil es hat sich alles so in Dings entwickelt, weil in diese andere Richtung. Es gibt jetzt softe Musik und die kommt auch gut an. Ich bin auch froh darüber. Es gibt unterschiedliche. Ich bin also sehr froh darüber. Alles, ne? Ich weiß nicht, Gangster-Rap ist jetzt schon inzwischen so eine kleine Nische geworden, war es schon, oder? Von, wenn du überlegst, natürlich, wie alle anderen Sparten auch groß geworden sind. Ja. Zu Zeiten von Agro Berlin und so war Gangster-Rap oder Straßen-Rap ja mit das Größte. Ja. Genau. Und dann aber mit der Zeit kamen ja 1000 verschiedene Seiten. Ich bin auf jeden Fall mega glücklich, dass es sowas gibt. Ja. Weil ich habe auch kleine Cousinen und mein Bruder hat kleine Töchter und so. Ich bin Onkel, weißt du? Und die können auch Rap hören, genau, aber die müssen hören sich jetzt keinen so Meadow und so ein Zeug, weißt du? Mhm. Also Meadow, ich bin glücklich, dass es sowas gibt, Alter. Ja. Weißt du? Ist cool auf jeden Fall. Und aber wenn Leute halt echt Bock haben, die auf diese real Gangster-Shit, Dann gehen wir Gas, Alter. Warum nicht? Okay. Jungs, ich habe noch ein kleines Spiel für euch. Ein Spiel? Ich stelle euch ein paar Fragen und ihr müsst mir sagen, was ihr lieber machen würdet. Okay. Würdet ihr lieber nie wieder Fleisch oder lieber nie wieder Früchte? Nie wieder Fleisch. Und du? Du musst das Gegenteil sagen. Nie wieder Steak essen, Bro? Ja, du musst das Gegenteil sagen eigentlich. Damit wir diskutieren können, ja, weißt du? Ach ja, so. Ich würde nie wieder auf nie wieder Früchte. Auf okay, Früchte. Ich esse sowieso kaum Früchte. Beste, ja, er hat recht. Aber Früchte sind doch vital, geben dir Leben. Ja, aber du hast ja das Essen. Bruder. Nie wieder Früchte essen. Also trinken kann ich, oder? Nein, du kannst keinen Saft mehr. Okay, dann musst du da auch keine Säfte. Ist ja Fruchtsaft. Bruder, du kannst diese Chemiesäfte kannst du trinken, die so schmecken wie Orange, wo aber gar keine richtige Orange drin ist. So Fleischmixer. Okay, so. Okay, also nicht mehr essen mit Wasser. Fleischsaft. So Cocktail, Wurstwasser. Nee, Früchte ist essentiell, Bruder. Dein Körper braucht das. Okay, Alter, stimmt, aber kann sich auch Vitamine woanders. Ja, ohne geht nicht, oder? Aber ab jetzt mehr Früchte in deinen Ernährungs. Okay, nächste. Fleisch ist schon wichtig. Fleisch ist schon geil. Würdest du lieber von Cardi B, die deine Frau ist, beim Fremdgehen erwischt werden oder 2x die Woche für die nächsten 6 Jahre bei McDonald's arbeiten? Nummer 1. Von Cardi B erwischt werden beim Fremdgehen? Ja. Glaubst du nicht, sie dreht durch? Okay, aber wenn ich bei McDonald's arbeite, 2x die Woche, bin ich trotzdem mit ihr zusammen? Du glaubst, Cardi B wäre mit jemandem zusammen, der bei McDonald's arbeitet? Würde ich nicht, Alter. Deswegen würde ich lieber bei Cardi B bleiben. Glaubst du aber nicht, die killt dich? Oder es wird sofort auf jeden Fall eine... Ja, wird auf jeden Fall eine kleine Schlägerei werden. Cardi B gegen Aka aus der Kontrolle. Fight. Nee, Alter, ich würde in der Ritze. Ich würde lieber Cardi B fremdgehen. Okay. Ja, du auch. Ja, klar. Das ist einig. Ja, McDonald's arbeiten, das geht auch nicht. Cardi B sogar fremdgehen. 10-mal fremdgehen. Okay, ein anderer Millionär. Würdest du lieber in Kanye Wests Position sein, mit allem, was dazugehört, mit Trump-Support, mit aber auch Kim Kardashian und mit seine Filme, oder Arnold Schwarzenegger einen Dropkick von hinten geben? Ich will es nicht, einen Kick zu geben. Wer hat diese Frage ausgedacht?
So, zum Teil ich, zum Teil die Leute. Also in einen Kick geben wäre schon ganz lustig, so, aber ey, krass, also ich würde aber nicht. Aber so einen richtigen Dropkick mit Anlauf. Da. Aber was habe ich davon? Darum geht's nicht. Hat irgendwas Cooles, was Negatives? Was macht der Mann? Der Arnold Schwarzenegger? Ja, erzählt mal ein bisschen. Außer Filmen jetzt. Außer coole Filme, die er gemacht hat. Da ich ja mit KDB verheiratet bin, ich habe mich ja für KDB. Okay. Ja. Krieg ich in den Rücken. Da brauche ich die Kohle nicht mehr vom Kanye West. Okay. Und dann einfach Bonus okay, nee, für dein Album. Wir haben den nächsten. Erst Schlägerei mit KDB, dann AK tritt Arnold Schwarzenegger in den Rücken. Genau. Zwei Skandale sind schon da für nächste Album-Promo. Was sagst du? Terminator-Killer, du weißt es. Er tritt Arnold. Du trittst ihn. Aber nur in Verbindung, wenn ich mit KDB verheiratet bin. Also, weißt du, okay, meine? Okay. Wäre ich aber jetzt der McDonalds-Typ, würde ich mich für Kanye West entscheiden, weil ich dann die Million kriege. Weil dann kommst du von McDonalds zu... Ich bin dann Kanye West. Du bist Kanye West. Aber du musst dich auch so öffentlich... Ich bin dein Homie. Du musst dich in einer öffentlichen Diskussion stellen. Also, du musst so... Leute können dich fragen. Muss ich das? Ja, musst du einmal. Oh, nee, einmal eine Stunde. Nee, ich trete dann einfach links an. Auch an und ihr macht gemeinsam. Er steht gerade auf, er denkt, fuck, von wo kam? Dann der Nächste kommt. Habt ihr das gesehen? Es gibt so ein Video, jemand hat das gemacht. Bei Arnold. Der ist einfach am Flughafen aufgestanden und ist Arnold Schwarzenegger in den Rücken gesprungen. Aber das war wie gegen eine Mauer springen, oder? Nein, Digga, ja, das ist ein alter Mann, was so richtig okay, schlimm eigentlich ist. Was jetzt vor kurzem passiert ist, ja, ich dachte, das wäre jetzt damals. Nein, ich meine aber auch, die Frage ging auf jeden Fall um den Terminator, ne? den stabilen Arnie. Nicht so stabilen, war den alten Opi, den treten wir nicht in den Rücken. Sowas machen wir nicht. Nee. Würdest du lieber immer wissen, wenn jemand lügt oder immer mit Lügen davonkommen? Schwierige Frage, so, weißt du, weil ich könnte ja so theoretisch mit den Lügen dann alles machen, so. Ich könnte ja jedem was erzählen, was ich will, dann glaubt ihr dann. Ja, Mann, ey, wenn du rauskriegen willst, wer lügt, Digga, hast du doch Kopfschmerzen, Alter, die ganze Zeit alle Lügen. Alle Lügen, weißt du, schon wieder. Klar, direkt mit Lügen weg und dann immer schon, so Geschichten erzählen. Genau. Damals 1402, ich habe in London das erste Nilpferd entdeckt. Digga, seitdem es gibt Nilpferde. Du bist vor Gericht, du lügst jedes Mal, du kommst davon. Ja, deswegen, das ist auch gut, stimmt. Ja, Verbrecherlogik. It's magic. Dafür wäre es cool. Okay, komm, was habe ich noch? Würdest du lieber für einen Tag die Superkräfte von Spider-Man haben oder ein Gesetz ändern in Deutschland? Für einen Tag muss Spider-Man sein? Aber? Ja, nur einen Tag. Ja, ein Tag. Aber du kannst ja viel machen, weißt du, mit den Kräften an einem Tag. Ein Tag ist zu wenig. Oder? Gesetz ändern. Aber, aber es ist nur ein Gesetz, was du ändern kannst. Egal. Ja. Dass mir was richtig Geiles einfallen, was ganz fresh ist. Hast du eine Idee? Nicht direkt so, ja, ich denke mir was aus. So. Ist okay, aber sag im Nachhinein. Was Heftiges, guck mal, ich kann mir alles, was ich will. Man muss ja erstmal die Gesetze lesen und gucken, was man verändern möchte. Ja, aber ich kann ändern, was ich möchte. Ich kann machen, was ich möchte. Ein Gesetz aber. So, und alle machen so. Ich sag, ihr müsst morgen alle auf ein Bein hüpfen, wir sind alle auf ein Bein hüpfen. Fertig. Das ist ab sofort illegal, auf zwei Beinen zu laufen. Fertig. Das ist eine gute Gesetzänderung. Ja, zum Beispiel. Oder es gibt keine Autos mehr, sondern man muss nur noch Radschlag machen. Genau. Das ist aerodynamisch der schnellste Weg. Was willst du? Keine Ahnung, ich will kein neues Gesetz, was aber nur auf mich bezogen ist. Ja, fertig. AK darf kriminell sein, so. Ich darf machen, was ich will. Du kannst machen, was du willst. Deshalb. Da kommt ja eh schon, weil du mit Lügen davon kommst, ist ja eigentlich das eh schon easy. Egal. Ja, weißt du, ich steck alle Facetten ab. So. Aber ja, wir sind so. Ich geh einfach in die Bank, ich nehme mir die Kohle, ich geh einfach raus, keiner kann was sagen. Steht im Grundgesetzbuch. Aber das merkt ja eh keiner. Ja, hier. Gesagt. Ach, Sie sind das. Herr außer Kontrolle. Herr Kontrolle. Okay, jetzt noch der Endgegner. Würdest du lieber gegen ein Huhn kämpfen, was so groß ist wie ein Pferd, oder gegen 100 Pferde, die so groß sind wie Hühner? 100 Pferde, die so groß sind wie Hühner. Das kommt so weg. Allein, weil ich die sehen möchte, weißt du, was ich meine, wenn sie sowas sehen würde. Aber ein Huhn, was so groß wie ein Pferd, wäre auch irgendwie lustig. Mega. Ja, dann kommt mit einem Schnabel. Chicken Party, Bruder. Chicken Wings. Ja, okay, würde sich lohnen. Ja, die Pferde essen ein bisschen eklig, aber... Ja, okay. Nee, eigentlich sowas müsste man am Leben lassen, also wenn es sowas gehen würde. Ja klar, aber der greift dich an. Das ist nicht jetzt auf, wir töten Tiere aus Spaß, sondern der kommt und die kleinen Hühnerpferde kommen angerannt, Digga. Die rennen auf dich hoch und ihre Hufen auf dich drauf. Und der große, das große Huhn kommt mit seinem Eisenschnabel, Digga. Der will deinen Kopf holen. Okay. Chicken Party, wie gesagt. Okay, alles klar, wir entscheiden uns für die kleinen Pferde. Gell, Jungs? Dann lass uns mal runtergehen. Ich glaube, Essen ist gleich fertig. Okay. Hau mal rein. Bolognese. Ja, okay.
Dankeschön. Was geht mit der Chili, die da drauf liegt? Wofür ist die gedacht? Die habe ich aus deinem Essen gerade rausgenommen, damit du nicht explodierst. Sicher? Meinst du, die kann ich nicht essen? Das war eine getrocknete, du kannst sie gerne probieren, wenn du willst. Ja. Sagst du, es übertrieben scharf? Nee, weiß ich nicht. Okay, ich mein, bei mir ist Chili drin? Ein bisschen. Okay, super. Ein little bit. Super. Dann guten Appetit, dass du am Start bist. Gerne. Ich danke euch auch für das Essen. Ja, Mann, ich bin gespannt. Und wünsche euch guten Appetit. Ich guck halt nochmal, ob du das Richtige hast, ja. Guten Appetit, Leute. Guten. So, geht schwer mit Bandana essen. Habe ich auch noch nie probiert. Will ich auch noch nicht probieren. Hast du schon mal mit dem Bandana aus Versehen getrunken oder irgendwie so? Nein, das geht doch gar nicht klar, Digga. Schweineheiß. Das checkst du sofort. Oh, heiß noch. Mhm. Es sei denn, du bist so krass auf Koks, dass dein ganzes Gesicht betäubt ist und du gar nichts mehr spürst. Dann wird könnte das vielleicht passieren. Wird der Wodka durchs Bandana geschüttet. Aber du ziehst den Bandana schon vorher aus, bevor du dir einen ballerst, deswegen, der bleibt dann noch rausgezogen. Alles nebenbei. Hauptmusik. Ich koche gerade noch mal Nudeln für die letzte.